Hochwertiger Damenhandball, der wird seit gut einem Jahrzehnt in der Dom- und Kaiserstadt in Fritzlar geboten. Auch in dieser Spielzeit stellt die SV Germania Fritzlar wieder eine leistungsstarke Mannschaft aufs Parkett. Mit 4 Neuzugängen hat man 3 Abgänge sehr gut kompensiert. Der Tempohandball der letzten Jahre wird auch in dieser Saison praktiziert. Bibiana Huck und Jessica Kleinmann werden von ihren Mitspielerinnen immer wieder perfekt bedient und schließen ihre Tempoläufe über die Außen erfolgreich ab. Beim dritten Saisonspiel klappt bei der Germania fast alles. Das gesamte Team von Trainerin Susanne Bachmann war vom Gegner aus dem Ruhrpott nicht aufzuhalten. Die Spielerinnen von Dortmunds Trainerin Susanne Powaznikowa wurden von der SV Germania förmlich überrollt. Selbst Katrin Brem, die erfolgreichste Spielerin der BVB 09, hatte kein Rezept für die starke Offensive der Germania. Eine solch stark aufspielende Fritzlarer Mannschaft lockt nicht nur immer mehr Fans in die Sporthalle der König-Heinrich-Schule an, auch Sponsoren entdecken den Handballsport in Fritzlar. Ja, wir freuen uns, die Germania als Sponsor unterstützen zu dürfen. Wir finden den sportlichen Erfolg sehr toll. Die Stimmung in der Halle ist hervorragend. Und ich denke, Leistung soll belohnt werden. Natürlich erwarten wir als Sponsor auch einen höheren Zulauf. Wir sind sehr neu hier in der Region. Insofern denke ich, ist das auch wieder der Slogan, gemeinsam sind wir stark. Und ich bin da sehr zufrieden mit. Und das hat seinen guten Grund. Die Vielzahl der Präsentationsflächen für die Sponsoren sind von enormer Wichtigkeit. Und bei der SV Germania Fritzlar sind sie weit gestreut und effektiv vorhanden. Angefangen von der Bandenwerbung in der Halle, über die Präsentationen am Spieltag direkt vor oder auch in der Halle, Trikotwerbung, Stadiondurchsagen, der Infocenter am Haupteingang, die Präsentation im Stadionheft sowie einen Werbeauftritt auf der Internetseite. Alles ist vorhanden, fast schon ein Angebot wie bei einem Profiverein. Aber das ist ja auch mittelfristig das Anliegen der SV Germania Fritzlar. Es wird natürlich im Umfeld, gerade was Sponsoren betrifft, noch deutlich an Zuwachs benötigen und auch gut vertragen können. Das kann ich heute schon fest behaupten. Für diese Liga sind wir mit Sicherheit auch diese Saison wieder gut aufgestellt, aber das wird auf jeden Fall für eine zweite Liga so nicht reichen. So dass wir natürlich, wenn man sportlich den Erfolg dann hat und dann auch den Aufstieg schaffen würde, ob das jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr ist, weil das ist ganz klar gesagt, in den nächsten 3 Jahren, das muss dieses Jahr noch nicht sein, aber wir wollen auf jeden Fall oben mitspielen, dass wir dann natürlich auch, denke ich, für unsere Sponsoren oder vielleicht auch für den einen oder anderen Sponsor, den wir bis jetzt noch nicht bei uns ins Boot holen konnten, deutlich interessanter werden, ne? Und dass wir dann die Sache auch angehen können. Ganz nach dem Leitspruch der SV Germania, nur gemeinsam sind wir stark, tat die Mannschaft ihren Teil zum großen Ziel. Sie fährt den ersten Heimsieg der noch jungen Saison ein. Gegen eine kompakte Mannschaftsleistung der Domstädterinnen war auch die stimmgewaltige Unterstützung der BVB-Fans aus Dortmund machtlos. Mit 35-23 besiegte man die zweite Mannschaft des BVB klar und deutlich. Fans und Sponsoren sind frohen Mutes und hoffen, dass man die Leistung jetzt kompensieren kann. Ich schätze, dass die Mannschaft auch dieses Jahr oder diese Saison wieder sehr erfolgreich sein wird. Das hat man gesehen mit einer komplett neuen Mannschaft letztes Jahr. Geplagt durch Verletzungen. Ich wünsche der Mannschaft dieses Jahr eine verletzungsfreie Saison und hoffe, dass wir ganz oben mitspielen. Bei allen sportlichen und finanziellen Belangen kommt bei der SV Germania Fritzlar auch das Herzliche nicht zu kurz. Spielerinnen wie hier Jana Giebisch wurden mit allen Ehren verabschiedet. So etwas zeichnet einen aufstrebenden Verein halt auch aus.